Ich heiße Yvonne Andreni und was ich mache, ich male und zeichne. Ich glaube, dass die Intuition klüger ist als man selbst. Ich finde es wichtig, dass man der Intuition freien Lauf lässt und dass sich Assoziationen bilden, die in einem sind, die man vielleicht selber nicht wusste vorher, dass man sie so assoziiert. Und deswegen habe ich auch das Medium der Malerei und Zeichnung gewählt und nicht zum Beispiel der Sprache. Manchmal lachen mich Formen an und ich finde sie lustig oder witzig oder gerade nicht. Aber meistens interessieren mich Formen, die so sehr ernsthaft sind, aber auch eine Ironie in sich tragen. Wenn man ein Bild wie eine Bühne betrachten würde und es würde einen Hauptdarsteller geben und Nebendarsteller, dann drängen sich manchmal manche Darsteller zu sehr auf und manche Formen werden dann zu streng und zu klar und die sollen vielleicht nicht so sein, weil das nicht deren Charakter entspricht. Und dann versuche ich sie durch eben ein bisschen abrunden oder abschleifen oder wieder zurücknehmen, versuche ich denen den Charakter zu geben, die sie für mich haben. Es hat auch lange gedauert, bis ich eine Form gefunden habe, die für mich stimmig in sich war, die nicht Malerei oder Zeichnung sein wollte, sondern eine Kooperation zwischen den beiden Medien, so dass keins wichtiger ist als das andere. Ich habe schon immer gezeichnet und gemalt, aber erstmal ohne Absicht. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, dass die Absicht nicht immer den Vordergrund hat bei der Arbeit. Ich weiß nicht genau, ob es gute Kunst oder schlechte Kunst gibt. Für mich, also die für mich interessant ist und die meinem Inneren entspricht, ist die, die einem nichts vormachen möchte und die nicht belehrend sein will und die sehr subjektiv ist und die eine eigene Welt zeigt.